Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Zelda. Ja, ich habe mich das letzte Mal hierhin teleportiert und ja, ich habe gerade wieder meine Ausdauer verpeilt. Und diesmal packen wir's. Diesmal weiß ich genau, was ich tun muss. Werde mich auch nicht verdrücken auf meinen Knöpfen. Nein, nein, Sir. Werde da lang. Alles gut. Ich werde mich direkt konzentrieren. Und mein Kälteschutz läuft gleich ab. Und das ist Kacke. So. Da vorne. Da soll's hingehen. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Das ist richtig. Ich höre sogar doch schon den Krog hier bimmeln. Wo exakt? Jetzt habe ich das schon wieder verpeilt. Das kann nicht sein. Bin ich zu weit? Nein. Nein, ich bin noch nicht weit genug. So. Jetzt ist es wieder kalt. Dann mampfen wir jetzt mein Super Anti-Cold, damit ich noch mehr Kletterscheiß anziehen kann, wenn ich ihn gleich brauche. Wo sind meine Kletterhandschuhe? Kletterhandschuhe, da. So. Okay. Jetzt nehmen wir Anlauf. Machen Scheiße. Und jetzt aber. Nein! Nein! Aber es ist möglich. Es ist sowas von möglich. Und ich habe mein Versprechen mit dem ersten Versuch natürlich nicht halten können. Scheiße. Also beschwören wir jetzt Wolfi wieder. Ey. Wolfi. Danke. So. Ja, ich werde diesmal versuchen, hochzulaufen. Scheitere schon wieder motivationstechnisch daran, dass das erst der erste Hügel ist. Komm schon, Mann. Kann doch nicht wahr sein. So. Komm schon. Da. So. Da sind wir wieder. Fick dich. Nur mein Wolf heult hier. Das ist doch ein Mumpitz. Ich werde doch jetzt nicht die ganze Folge daran sitzen, diesen Krog zu kriegen. Obwohl ich glaube, dass ich vielleicht diese Kurve machen muss. Ja. Oder schnell genug vom Schild runtersteigen muss, um die kurze Zeit da zu laufen. Shit off. Hauptsache, der ist in diesem Kletterzeug hier unterwegs. Schön ärmelfrei, beweglich, viel Haut, Schweißfreiheit, falls du hier oben auf dem Berg überhaupt schwitzen kannst. Und diese fetten Schneestiefel, Alter. Die sehen zwar eigentlich so aus, als wenn sie auch Kälteschutz geben sollten, aber ich meine, gut, wir brauchen nichts, wir brauchen ja nur doppelten Kälteschutz. So, dann cruise ich nämlich da runter.
Fahr, Link, fahr. Yay! So einfach war das. Unglaublich. Ja, ui. Du Scheißteil hast mich so zu Tode genervt. Und jetzt... Haltet durch, Leute. Ich hab's gleich. Jetzt will ich zu der gelben Markierung. Jetzt will ich zu der gelben Markierung. Wolfling stammt aus einer anderen Dimension. Gewöhnliche Wesen können ihn nicht sehen. Ha. Okay. Ist das also dann confirmed? Breath of the Wild ist nicht die Twilight Princess Timeline. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo ich Breath of the Wild einklinken soll. Aber... Ja, wo soll ich Breath of the Wild so eigentlich mittlerweile einklinken? In Timeline, so Timeline-technisch. Also... Das da unten sieht lustig aus. Nö, es sind nur Treppen. Und ist der? Es ist ein Stein. Wow. Okay. Wolfi natürlich wieder weg nach dem Teleport. Und dann, da ist das fröhlich hier rum zu cruisen. Hey Charles, wie kann man... Ja, Open World. Fuck yeah. Huh? Ah. Nein, das war nur eine Schliere auf meinem Monitor. Und nichts, was ich mit der anderen Auflösung gesehen habe. Im Gegensatz zu meinem Fernseher. Wolfi? So, wenn hier ein Schrein ist, dann findet der den. Mifas Gebet ist bereit. Danke, Mifa. Aber hier ist auch nichts. Warum gibt's hier überall Bergspitzen, ohne dass hier irgendwie was ist? Warum ist das so? Warum ist das so? Da unten ist ein blauer Schrein. Yo. Warum ist das so? Hi. Da läuft das Fleisch vor mir weg. Ich glaube, es hackt. Hopp. Komm mit, Wolfi. Wir gehen rodeln. Kann ich hier wenigstens die Abfahrt genießen? Wenn doch kein Schrein in der Nähe ist. Das ist doch kacke, Mensch. Ja, schaut mal. Aber eine Windmühle. Ja, Minusberg, würde ich behaupten. So schnell war ich unten. Bleib. Wo der Rest? Cool. Danke. Ja, ui. Oh, euch mistbehinderten Viecher, ne? Da muss ich mal die ganze Kacke mal abgeben. Ja, dann letzte Lösung. Ich guck mir den Tümpel da unten mal an und wenn das nichts bringt... Dann checke ich einfach unsere rote Markierung, auch wenn die mitten in der Pampa liegt. Geht ja nicht anders. So. Was ist das hier? Algenkreis.
Was soll ich denn hier tun? Algenkreis. Kreisalgen. Algenkreis. Alles scheiße. Jo. Ja, now what? Was soll ich da tun? Lö Eisblock? Was soll ich da tun? Habe ich da schon was getan? Gibt's hier was zu tun? Jawohl, ich habe eine Idee. Soll ich da mal reinjumpen von da oben aus? Soll ich da mal einen Körper reinmachen in den... Das, zerstören? Kletterausrüstung anziehen komplett? Jo. Der klettert aber wirklich ganz gut. Es sieht echt lustig aus, so mit dem ganzen Shit. Ich meine, er braucht es überhaupt nicht, weil er ja halt... Also, ja, okay, die Schuhe und die Handschuhe sind klar. Aber die ganzen Gurte, die er da hat... Ich meine, der Junge ist trotzdem nicht gesichert. Also, so what? So. Soll ich da mal einen Körper reinspringen? Ha! Yes! Vielen Dank, Mistvieh. Schau mal einer an. Kreativ muss der Mensch sein. Okay, ach, warum zieh ich mich denn um? Dann, gehen wir dahin. Und dann ist mir bestimmt wieder kalt. Und dann holen wir uns das rot markierte Dingeling. Und ich hoffe, dass das nicht ein Turm war, weil da ist nämlich ja noch gar nicht. Spätestens wenn du es donnern hörst, solltest du metallene Ausrüstung ablegen. Oder meinen Donnerhelm anlegen, ja. Ja. Da ist ja noch keine aufgedeckte Karte. Also es könnte auch sein, dass das nur ein Turm ist. Aber man weiß ja nicht. Wie gut, dass ich noch Kälteschutz habe. Cool. Pock. Ach, hier scheint so schön die Sonne. Das ist doch mal was. Ich finde das ziemlich cool. Also, ich mag eigentlich keinen Schnee, weil ihr wisst ja, ich mag kein Wasser und Schnee ist ja auch nur Wasser. Aber, so Schnee mit Sonnenschein, kann man mal machen. Ist doch was ganz Nettes. Ja, cool. Ja, dann gehen wir halt außen rum. Schneeschuhe. Damit ich ein bisschen schneller bin. Ja. So. Yes. Komm schon. Komm schon, was habe ich markiert? Ich habe den Turm markiert. Scheiße. Ich habe den Turm markiert. Kann ich das nicht hochheben? Aber das. Das kommt nämlich dann dahin. X. Aha! Danke! Ja, ich habe dich entdeckt. Du bist ein Schwachmat. Und tschüss! Gibt es von hier aus irgendwo ein Schrein zu sehen? Bitte, bitte. Komm, da muss doch noch irgendeiner in der Scheiß... Das ist ein Schrein, meine Damen und Herren. Das ist ein Schrein. Yep, Schrein confirmed. Ladies and Gentlemen, wir haben unseren letzten Schrein gefunden.
Nice. Very nice. Das sieht doch ziemlich cool aus hier. Das müsste dann Orni-Gebiet sein. Bitte komm da hin. Halt noch ein bisschen durch. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ein bisschen mehr als sehr. Klick, klick. Kletterhose an. Cool. Kurzes Stück geklettert, aber cool. Alright. Das sieht echt cool aus hier. Sexy. Viel besser als diese scheiß Schneeberge. Bisschen so. Oh, viele Entchen. Was ist das da vorne? Ach, das ist ein Fuchs. Hallo Fuchs. Wolfi würde es hier bestimmt auch gut gefallen. Ja, braver Wolf. Und das ist ein Baum, auf dem nichts liegt. Und das ist mein Schreinsensor, der endlich ausschlägt. Wie schön. Ja. So, jetzt habe ich gerade befürchtet, hier wäre heiß. Aber nein. Aber da oben, da sehe ich doch ein Bombendingsi. Hm? Hopp. Bombendingsi! Ablegen. Oh ja. Hey. Ablegen. Zünden. Vielen Dank. Kiste. Kiste mit Geld. Ah. Geld ist immer fein. Hopp. 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 Jopp. Bunny! Bunny, hierbleiben. Wo Bunny? Ah, weg ist er. Sogar noch Karotten hier hingesteckt. Ich glaub's nicht. Alright. Das ist da hinten. Ist Wolfi. Und da ist unser Schrein. Schick sieht er aus. Moratania-Schrein. Also die Krähe war jetzt unheimlich. Okay. Mal gucken, ob es ein Abstauberschrein ist. Das wäre ja sehr schick. Aber... Obwohl, ich habe in letzter Zeit haben wir echt mehrere davon gehabt. Also... Könnte sein. Aber... Nein. Nein, es ist kein Abstauberschrein. Definitiv nicht. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Moratania. Im Namen der Göttin. Mit Schwung. Oh, scheiße. Ja gut, Leute. Ihr könnt hier immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin hier raus für heute. Wir machen das in der nächsten Folge. Und dann habe ich meine 13 Herzen. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Blackout.